Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. In der letzten Folge ist alles zusammengekommen. Das Team um Navi hat sich mit dem Team von Günther getroffen, nach einer kleinen Schlägerei verbündet. Sie sind jetzt alle bei Missing No. Das ganze Militär ist bei Missing No. Nur hier die beiden fehlen noch. Wir haben Chillast besiegt, um ihn hoffentlich zurückzubekommen. Haben wir es geschafft? Ja, das frage ich dich. Geil, wann? Marge, ich erinnere mich wieder an alles. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen, also habe ich mich geopfert und wurde zu einer Marionette von Moinsen, ich bin's, Darkrai. Nachdem ich den Dimensionsriss entkommen war, hätte ich fast meine Erinnerung verloren. Aber dann traf ich ein Wesen. Mit dem Durst nach Zerstörung, das gab mir mein Gedächtnis wieder. Ich erinnerte mich an alles. Und es wurde Zeit, Mark und Chillast aus dem Weg zu räumen. Aber meine Pläne wurden durch Günther vereitelt. Er ließ mich in einer Dimension gefangen. Also damit meint er jetzt Günther das Kanimani von Weihnachtsgeschichte und so. Aber er kam wieder und befreite mich. Er wollte diese Dimension zuerst vernichten, aber es war für ihn unmöglich. Was, die Günther-Dimension ist unmöglich zu zerstören? Ja, es liegt daran, dass diese Dimension zu viele Verbindungen hat. Deswegen hat er mich auch hier rausgeholt, um diese Verbindung zu zerstören. Ha, Opfer! Du glaubst ernsthaft, du könntest die Verbindung kapern? Wie so bei Königsberger Klopsen, der? Hier gibt's keine Kapern. Wir finden immer wieder zueinander. Wir sind stärker, als du glaubst. Wenn du glaubst, wir können uns trennen, irrst du dich jetzt, wo wir uns wieder gefunden haben. Ich werde das nicht nochmal durchmachen, was er gesagt hat. Also, wenn ihr das glaubt, ich bring euch um! Wir haben es nicht geschafft. Wir müssen jetzt gegen den Kekta kämpfen. Wo bin ich jetzt? Bin ich tot? Scheiße. Ich glaube, ich habe den Kampf geskippt, oder? Günther, hörst du mich? Ja, tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ich habe gedacht, du hättest... Ach, der... Das heißt, es wurde eine komplette Szene gecuttet. Ich habe mich schon gefragt, wann die kommt. Die war normalerweise sehr früh. War die noch bevor... direkt nachdem man die Treppe in der Ruby Destiny... Also ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass eine Szene an einem Haus gecuttet wurde, wo sich alle irgendwie wieder vertragen. Snappo wollte nur wissen, ob wir Fang spielen. Also nur Missverständnis. Ja, ich bin voll nett. Ich meine, ich mache manchmal Fehler, aber ich könnte niemals ein unschuldiges Pokémon verletzen. Ja, okay. Passt wohl. Okay, ich merke, ich kann nicht reden! Wo sind wir? Wir sind an einem Ort, der in dem Missing No regiert. Ich glaube, ich habe den Scheißkampf gegen Darkrai geskippt. Fuck! Er hat alle Pokémon-Welten zerstört, wenn du weg warst. Und alle legendären Pokémon zu seinen Untergebenen machen lassen. Deswegen haben wir hier das Militär. Okay, ich werde auch mein Bestes geben. Nachdem Wampel gerettet war, suchte ich nach Anton, landete bei Missing No. Und ja, dann waren wir eigentlich alle da. Hauptsache Raubi, geht's gut. Hydrofi, bist du das? Genji, wie lange sehr, ich hab dich vermisst. Ich glaube, wir sollten sie fürs Erste in Ruhe lassen. Konzentrieren wir uns darauf, auf die Spitze zu kommen. Sag mal, war Fragezeichen dann hier, Penner? Okay, die haben ihren Rückzug ganz taktisch genutzt. Ich hab sehr, das Lasho King hat uns nicht reingelegt. Das war heftig. Ich brauchte Hilfe. Schließlich können wir diesen, können wir euch diesen Spaß nicht allein machen lassen. Wie seid ihr hier? Keine Ahnung. Sehr gut. Dann könnt ihr uns helfen, Missing No zu besiegen. Du scheinst uns unterschätzt zu haben. Mach dich auf dein Ende. Oh, geht's los, Missing No? Missing No Battle. Aber ich glaube irgendwie Level 12 gegen mein 5er Team. Ich will dir nichts sagen, Missing No. Du hast keine Beere und benutzt Bärenkräfte.
Was ist mit dir? Also Leute, das da ist der stärkste Gegner im Spiel, der Unterjocher aller Welten. Er weiß nicht, wie man angreift. Ich merke genau, warum Missing Now jetzt so eine riesige Bedrohung ist. Was? Was kannst du, Missing Now? Kannst du überhaupt irgendetwas? Es wirkt nicht so. Ich bin nicht fertig. Das hoffe ich. Jetzt ist mein Zeitreise-Ding kaputt. Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Egal, ihr habt noch nicht meine wahre Macht gesehen. Er wirkt schon krass. Er nutzt die dunkle Macht. Das ist nicht alles. Los, legendäre Pokémon, schnappt euch die anderen. Zeit, das zu beenden. Oh nein. Die Szene ist noch drin. Ich habe mich letzte Folge schon gefreut, dass die Szene geskippt wurde. Aber wir sind bei 6 Minuten in der Folge. Ich kann jetzt hier nicht beenden, das ist klar. Ich kann hier jetzt nicht beenden, das ist klar. Oh Gott, Jesus Christus, wir werden jetzt Spaß haben. Nicht so schnell, wir können dich nicht vorbeilassen. Ihr müsst uns besiegen. Das gelingt euch aber nicht. Günther, wir können nicht vorbei und kämpfen wäre sinnlos, weil das würde uns schwächen und wir können dann nicht gegen die verglitschte dunkle Macht kämpfen. Ja, wir bringen sie gleich um. Hui. Wir sind bereit, wir sind in Form. Das Team Flinke Freund, wir heißen Go-Getter oder so. Ist mir doch egal. Könnt ihr aufhören, uns zu ignorieren? Was mache ich hier? Ah ja, ich bin übrigens Mensch, so. Sie sind alle verwirrt und ganz, seltsamerweise. Was ist das? Weiter? Ja, wir werden jetzt unseren Spaß haben. Komm zurück! Hey, wir sind dein Gegner! Du Haufen! Wir werden uns bereuen, sondern ihr wart doch hier einfach nur dumm im Kopf. So, nächste legendäre Pokémon. Wie oft ist das jetzt ungefähr so passiert? 6-mal? 7-mal? Dieses Mal werdet ihr nicht so einfach vorbeikommen. Ich hab ne Idee, Anton. Folgt mir, okay? Die Szene ist einfach so verkehrt. Nein! Ach, irgendwie wieder irgendwas Asiatisches? Was ist gerade passiert? Was ist denn Herr Johnson? Heißt die Sushi? Au. Was? Ich glaube, die verstehen uns nicht. Was ist schon Hagi? Tanken? Team Flame. Shiki ya anata wa watashi to isho ni nata koto otsanin. Darf ich weitermachen, bitte? Yay, Battle. Warum müssen wir hier Wache halten? Hier kommt keiner vorbei. Oh, hi, guck mal. Sag mal, sind deine Augen irgendwie schlecht? Könnt ihr mal aufhören, euch zu streiten? Seht ihr nicht, dass wir Gäste haben? Ich glaube, hier kommen wir nicht vorbei. Was sollen wir nur tun? Warten wir 2,5 Sekunden, bis das nächste Team kommt. Nach all dieser Zeit der Suche habe ich dich gefunden. Du bist also der Typ, der mir meinen Freund weggenommen hat. Nicht wahr, Gordon?
Nach all den Jahren werde ich Fragezeichen-Männer aus deinen Klauen retten. Ich glaube, der Kerl hätte gleich eine Rückblende. Lass uns das nutzen. Rückblende. Silberdorf finden. Da war dann Shiggy, aber nicht Fragezeichen-Man. Und dann bin ich hier gelandet. Genau vor dir, Groudon. Und der Fragezeichen-Man hatte eins besiegt, um wieder zu verschwinden. Deswegen, übrigens! Warte. Erklär mir das nochmal. Ich kann nicht lesen. Was redest du eigentlich? Es ist egal, wir gehen weiter. Moinsen, Nagi und Itsuna und Anton hat wohl gerade keinen solchen. Okay, doch. Kannst du vielleicht noch größeren Bogen auf? Also, wir haben Zeit, Anton. Oben wartet gerade nur Missing No mit der Kraft der dunklen Macht. Wie willst du uns aufhalten? Alleine sehr auch nicht. Übrigens, Nagi. Und ich bin die Tsuna. Wir sind hierher gekommen, um die dunkle Materie, Macht aufzuhalten. Das ist jetzt Vergangenheit. Wir haben alle Pokémon gerettet und jetzt taucht ihr auf und wollt die Welt wieder in Chaos stürzen? Warum glaubt ihr, ihr könnt legendäre Pokémon besiegen? Ja, ich frag mich auch gerade, warum Glumanda, Phynx und Kanimani glauben, sie können Trio aus Groudon, Rayquaza und Kyogre besiegen, während Kyogre und Groudon beide Phynx und Glumanda locker sehr effektiv treffen können. Ich hab die Welt nie verlassen, daher kenne ich ein paar Tricks und Kniffe. Jetzt gibt's auf die Schnauze, Diggi! Da gibt's gleich auf die Schnauze. Ihr braucht noch eine Runde, ne? Ja, sie brauchen noch eine. Ich bin's, Satan. You shall not pass oder so ähnlich. Lass uns einfach durchgehen, wie bei den anderen Pokémon. Nein? Hui. Verdammt, wir sind so weit gekommen, was machen wir nur? Keine Angst, wir sind zu 13. Du forderst uns raus, du weißt, dass sich keiner herausfordert hier, ne? Ich wollte schlafen. Warum habe ich keine Macht über sie? Warum kenne ich sie nicht? Ich bin doch der Gott des Raumes. Ja, dann geh wieder zu deinem Ikea. Du existierst nicht in unserer Welt. Aber zu guter Letzt hast du uns zu unseren Freunden zurückgebracht. Labert nicht! Nichts ist unmöglich. Toyota! Aha. Hui, Angriff. Günther, weiter, verpissen wir uns. Oh, hui. Tschüss! Ach, warte, war das nicht sogar die letzte Schicht schon? Ja, das war schon die letzte Schicht. Ich hatte das ein bisschen länger im Kopf. Vielleicht bin ich es auch einfach nur schneller durchgegangen. Ich weiß aber auch, dass ich hier riesige Probleme mit verschiedensten Dingen hatte und es deswegen einiges gedauert hat. Aber das ist trotzdem ein bisschen... Ich meine, ja, ihr kennt die Szene. Hier muss genug Platz fürs ganze Militär sein, aber... Trotzdem... War die Laufszene jetzt nicht nötig, oder? Warum versteht ihr das nicht? Ihr habt längst verloren. Sag mal, warum läuft das Spiel auf einmal so langsam?
Ich werde endlich vollständig. Und ihr werdet nichts dagegen. Ich hoffe einfach, es bleibt jetzt nicht so langsam. Ich kann da aber auch gerade nichts gegen machen. Ich habe auch nichts offen außer Aufnahmeprogramm, das Spiel und einen Rahmen. Ihr werdet nichts tun können. Wir werden nicht verlieren. Gebt doch auf, was wollt ihr nur? Ich bin Gott. Ich bin durch euch entstanden. Durch jeden Fehler, den ihr gemacht habt im Leben. Durch alles, das bin ich erst geboren worden. Und deswegen bin ich so ein schräger Vogel. Ich glaube, ich bin hier der schrägere Vogel. Versuch doch, mich aufzuhalten. Pass auf, Günther. Anton. Wo ist Anton hin? Tot. Denke ich. Oh. Ach so, passiert. Bricht zusammen. Alles, was ich gesagt habe, tut mir leid. Ich hätte bei dir bleiben sollen, als du, Alter, dieser Text ist so langsam, das nervt mich gerade so übelst. Glaubst du das wirklich, Günther? Das ist jetzt der andere Günther, oder? Hä? Ja. Ich war auch tot. Und hey, Ibims und Lord Ecke war 2 Sekunden nachdem ihn umgebracht haben wieder da. Ja. Fand ich irgendwie relativ scheiße. Aber diese Dimension basiert nicht mehr auf deiner Dimension, Bitch. Das bedeutet, Anton ist tot. Was bist denn du für ein Haufen? Bring mir ihn um. Du willst das gleiche Schicksal allein? Na, denke nicht. Ich hab das Militär, Bitches! Ich bin ein Löwen! Und der hat nichts damit zu tun! Ich bin ein Löwen! Ich glaub, der ist unser Maskottchen oder so, was? Ich bin ein Löwen! Wir haben die wahre Aufgabe von Lasho King rausgefunden. Spiel. Megalovania! Ihr seid alle nur Anfänger. Wieso seid ihr so stark? Man lernt nie aus. Und man kann nie mit Glück haben. Ja, nein, denkt ihr, es wäre wirklich so einfach. Diese Macht durchströmt, Ibims. Oh, ups, ich sterbe. Soll das jetzt wirklich umsonst gewesen sein? Die Anzugründung des Retterteams und die Aufträge? Ohne dass ich jemals rausgefunden habe, warum ich ein Pokémon geworden bin. Marketing. Nein! Ach stimmt, deswegen war die Szene so lang. Weil wir das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Wer seid ihr? Wir sind eine Sekte. Das stimmt. Außerdem, zufällig, ich bin hier auch vielleicht ganz Mensch, ne? Yay. Warte. Kämpfe ich jetzt? Muss ich jetzt die Kämpfe führen? Das war im Original nicht, oder? Kacke. Wenn ich dazwischen nicht speichern kann, dann wird das zeitlich aber ganz extrem. Das schaffe ich nicht alles. Lass ihn zeigen, dass wir nicht nur Anfänger sind.
Müssen wir jetzt wirklich... Och, natürlich ist Shiggy der Lieb. Und warum läuft es auf einmal so viel schneller? Ey, das ist gerade richtig. Einerseits ist es natürlich cool, dass ich hier jetzt die Kämpfe habe, aber wenn ich wirklich die ganze Zeit nicht saven kann, das kann dann locker fast eine Stunde zwischen dem letzten und dem nächsten Save sein. Das bringt überhaupt nichts, oder? Weiß nee, du weißt gar nicht, was es bringt, so oder so. Das macht nicht so viel, wie es sollte. Ich weiß, dass das Spiel am Ende schwer ist, aber ich wäre eher davon ausgegangen, dass damit das, was eher schon so Nachgeschichte ist, wisst ihr, denke ich noch. Also so die Liga oder so gemeint ist. Aber es kann theoretisch natürlich auch sein, dass jetzt hier dieser Abschnitt gemeint ist. Darf ich anmerken, dass Endivio komplett useless ist in diesem Battle? Die Musik geht wieder ab. Die Erfahrungspunkte sind so toll wie immer. Ich hab nicht mal eine Uhr an. Ich guck trotzdem drauf. Auf meine krasse Rolex. Sieht man das? Zapdos. Gegen den habe ich nichts und wieder nichts. Sehe ich das richtig? In der Tat. Ich werde erstmal auf Glumanda bleiben. Hoffen, dass ich noch einen Hit rausbekomme. Ansonsten muss ich hier Free Switch nutzen. Du Ekel! Ah, das macht leider nicht so viel. Ich glaube, Glumanda ist raus. Ja. Shiggy und Plumpflam brauche ich noch. Ich muss hier Plumpflam, Alter, Panflam nehmen. Und hoffen, dass der irgendwie hier... irgendwie gescheit austeilen kann. Das ist super hier. Eben, Spaß haben. Aber ich dürfte noch einen Hit tanken, außer er hat noch eine Attacke, die noch mehr macht. Sehr schön. Panflam ist zwar jetzt hier komplett raus, aber ich werde sowieso nur diesen Einkampf mit diesem Team machen müssen. Aber ich muss jetzt wirklich hier... Warte, waren es 4 Ladungen, glaube ich. 4 Ladungen Legis, 4 Legi-Battles machen. Und dann vielleicht auch noch Missing Mode, direkt in derselben Row. Ohne Fail. Ich schließe das nicht aus. Es wäre absolut krank, aber ich schließe es nicht aus. Shiggy. Aber das hier schaffen wir ja wohl. Oh, vor allem hat der Hydro-Pumpe. Warum haben irgendwie alle Wasserstarter hier komplett broken Hydro-Pumpe in dem Game? Ja, aber das hat Bock. So, gewonnen. Nachdem wir noch Erfahrungspunkte bekommen. Ich fühle mich hier immer wieder wie so ein Undertale-Gegner, der einfach die ganze Zeit als Idle Animation rumschwabbelt. Digga. Ich will weiter. Wie ist das möglich? Ihr seid scheiße. Und Feierbesuch, okay. Ja.
ihr kennt unsere Sprache? Seid ihr bisschen bekifft im Gehirn? Und nächstes Battle. Das ist auf jeden Fall neu, dass man hier alle Battles machen muss. Wo kommt das Hydropi her? Ach so, die standen ja noch irgendwie da unten rum. Los, Leute, keine Angst haben. Ich habe so lange drauf gewartet, wieder mit Genji Feind sein. Ja, genau die. Nächste Runde. Boah, auch mit der Musik, Alter. Hier ist Finalstimmung. Noch mehr als im ersten Teil. Und es ist doch Absicht, dass der Lied immer scheiße ist. Simias Theme, keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißt. Okay, können wir machen, wenn du willst. Was? Er hat keine Hydropumpe. Oh Gott, das macht nicht viel. Ich meine, er macht offensichtlich nichts anderes, deswegen. Oh. Jetzt greift er auf einmal an, aber ich bleib einfach mal drin. Gegen Lydia. Oh, ich hatte recht mit dem Drinbleiben. Und gegen Lydia wird er mir sowieso nicht helfen. Allgemein, was hilft mir in diesem Team gegen Lydia? So, Ho-Oh ist raus. Gegen Lydia hilft mir hier Ausdauer und Tryharden. Wasserpsychomist sein. Ich vergesse immer Lugias Typen. Es sind zwei der drei Typen Psycho, Wasser und Flug. Das weiß ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Wasserflug ist. Eigentlich will ich nicht auswechseln, aber einfach wegen mehr HP von Hydropi. So. Warte, jetzt sehe ich's mal. Psychoflug. Das war jetzt gerade relativ klar, weil wenn es irgendeine Kombination mit Wasser hätte, wäre das nicht sehr effektiv gewesen. Und da bleibt dann ja noch nur noch Psychoflug. Heißt auch, Lehmschelle würde nicht treffen. Hydropi chippt jetzt einfach. Und macht einen guten Job dabei. Boah, aber wir müssen. Das bringt dir jetzt irgendwie auch nichts mehr, kann das sein? Das war ein Crit. Das kann durchaus sein, gewonnen. Boah, aber wir müssen noch zwei durchmachen. Vor allem frage ich mich gerade, warte. Das eine Team mit Ruby Destiny und so hat doch mehr als 6 Pokémon. Wie ist denn das geregelt? Wie gesagt, die haben 6 Pokémon, aber da kommen dann auch doch noch 2 dazu, oder nicht? So. Win geholt. Damit Genji vereint sein. Ich muss zugeben, ich habe euch unterschätzt, aber trotzdem. Scheiße. Sorry, Mark, ich wollte dich einfach nach allem mal wiedersehen. Wie können die so stark sein? Das sind fucking Groudon, Kyogre und Rayquaza. Wir können doch nicht. Ich bin viel zu schwach. Sorry, Ibens. Bilde ich mir das ein oder ist es? Ich bin's und mein Partner Chillast. Weißt, dass du mich hören kannst, Missing No. Warte, ich hab irgendwie aber auch damit gerechnet, dass Saku und Lloyd jetzt kommen. Oder halten die sich wirklich raus?
ja, ich dachte irgendwie, die Welt hier, ich verstehe gerade nichts. Also ich dachte irgendwie, das wäre alles nur so Traum gewesen, deswegen. Du hast Fehler gemacht. Na? So Gehirn, Seele kann sie schon so vortäuschen, aber mein Herz hier. Au. Können wir jetzt bitte bekämpfen? Ich will die Folge langsam beenden. Ich will. Ich bin anscheinend krass. Du Keck. Er hat schon Angst. Denkst du wirklich, du wärst so wichtig, dass du hier irgendwie. Messingor macht dich so Fliege, zack, zack, bam, Schelle. Ja, er hat keine Fliegenklatsche, Bitch. So, nächste Runde. Mich wundert es echt, dass Sarko in Leipzig hier sei. Okay, kein Bock. Okay. Lass mich raten, sie lieben mit Glaudern, dann hab ich, ich hab einen guten Lied? Obwohl, ja, nein. Dürre. Dürre. Aber trotzdem, das müsste doch... Wow! Ich dachte nie im Leben, dass das durch die Dürre one-hittet. Alter, jawoll. Rayquaza, ich bräuchte da Eis. Habe ich aber nicht im Team. Eis oder Drew. Ich habe zwar keine Dragon-Attacke, die so viel hilft. Aber... Oh, Jesus! Oh ja! Ich hab ne andere Dragon-Type-Attack! Yeah, Nintendo will mir Punkte geben, wenn ich mir eine Animal Crossing-Umfrage mache. Ich hab hier die beste Dragon Attack in dem Kampf, kommt nur her! Die Drachenbude sind in diesem Spiel halt komplett broken, weil man, ich glaube, mein allerhöchstes Pokémon ist der echte Winter mit irgendwie 18 Leveln. Ja, auf dem, in dem Rahmen, da hat ein, haben die meisten Pokémon nicht genug HP, um Drachenwut zu tanken. Oh nein, Kyogre, da sollte ich nicht mit einem Feuer-Pokémon drin bleiben. Und es regnet auch noch. Was soll ich nur tun? Wer ist hier der Drache, Rayquaza? Wir haben dann Outplay gemacht. Ja. Drachenwude für Broke. So, können wir uns bitte beeilen? Die Folge muss jetzt echt langsam mal enden. Aber wir werden hier auf jeden Fall noch die nächste Runde kämpfen müssen. Ich hab langsam gemacht. Ich war langsam an in ihrer Welt zu existieren. Ah, die sind ja sogar jetzt schon zu siebt. Oh Gott, jetzt muss ich das durchmachen. Pikachu? Dratini? Einer muss ja raus. Psyana? Sandama? Klimpfer und Flamly waren beide nicht im Original. Doch. Klimpfer war nicht drin, Flamly schon. Wenn sie in unserer Welt existieren, heißt das, sie können machen, dass wir nie existiert haben? Aua.
Wir sind tot. Können wir nichts dagegen tun? Wir hätten eine Chance, sagen wir, wenn jemand aus einer anderen Welt zufällig herbeikäme. Oh, guck mal, ganz zufällig. Ich denke, wir finden hier keinen perfekten Apfel. Ich wusste, dass der uns verarscht. Oh, das heißt, die beiden kämpfen mit. Ja, Glaciola wird so blöden. Obwohl, scheiße, das ist nur gegen Giratina sehr effektiv. Ihr stört. Mit eurer Anwesenheit. Ich gegenüber jedem Menschen. Oh, sorry. Wo war ich nochmal? Meinst du solche Leute? Ja. Ihr habt als Idee. Ihr wollt perfekte Äpfel? Ja. Die da drüben haben haufenweise perfekte Äpfel, aber die wollen nicht teilen. Was laberst du? Ihr gebt uns jetzt gefälligst. Das ist die erste Musik, die ich nicht so fühle. Ich weiß, wir hatten die schon. Ein, zwei Mal, aber dieser Remix war... 18! Was sind die anderen Level? Oh nein, Glaciola ist so low. Zumindest gegen Giratina würde das nämlich mit Eis. Ne? Ihr versteht's, denke ich. Oh Gott, er ist ja schon schneller. Ich mach ja mehr Schaden, je schneller ich im Vergleich zum Gegner. Pff. Das sieht relativ richtig aus. Hey, warte, jetzt bin ich schneller. Egal. Paralyse. Nächster Elektroball. Ich weiß nicht, ob der da jetzt auch... Ja. Dadurch, dass der Gegner jetzt irgendwie halb so schnell ist, mache ich doppelt so viel Schaden. Ach, ist Offenlegung Prio. Ah. Das würde Sinn ergeben. So, die Alga ist raus. Komm, schick direkt Giratina rein, bitte. Schick Satan. Ja, Satan. Ich komme mir gerade vor wie Jan bei Gewitter im Kopf. Ja, Satan. Komm her, Satan. Oh, Digga. Ich habe leider auch gerade keine Ahnung, wie auswendig, wie viel mein Aufnahmeprogramm in eine Aufnahme reinmachen kann. Oh. Sag mal, willst du mich lachsen? Mein RNG kickt. Sehr gut. Das macht gut Damage. Oh, und senkt Speed. Und er ist trotzdem schneller. Tötet aber nicht. Ich schon. Sehr gut. Satan ist raus. Palkia. Dragon Water Type. Ah, scheiße. Pikachu ist fast tot. Ist scheißegal, ich werde sowieso nie wieder mit dir kämpfen. Ich werde nie wieder mit dir kämpfen und das wissen wir beide. Und jetzt mach schnell. Diese Folge sollte eigentlich schon ewig zu Ende sein. Und ich wusste, dass es lange dauern wird, aber dass jetzt wirklich hier das alles noch als Kämpfe ist, wusste ich halt nicht. Was es halt nochmal deutlich länger macht. So, Dratini, du schaffst das, oder? Ja, ich schicke Dratini gegen...
Falk ja in den Kampf mit den Worten, du schaffst das, kein realistisches Szenario. Was haben wir denn da? Meine Attacke war stärker, Bitch! Jetzt sehen wir, wer hier das wirklich legendäre Dragon-Pokémon ist. Ja, wir haben gewonnen übrigens. Kommt jetzt direkt Missing No noch hinterher, oder habe ich da noch eine Chance zu speichern? Wir sind alle da. Oh nein, kommt jetzt direkt die fette Szene. Das ist ein Remix. Das wird einfach wie Lifeline runtergeslowt. Wo sind jetzt, da. Jetzt in der zweiten Reihe sehe ich sie. Leute. So viele Retterteams auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Also, ne. Es sind nicht nur Retterteams, es sind auch andere Pokémon, die uns unterstützen. Selbst die Bösen. Moin Lucario. Ich hab Simsalabim noch nie so gesehen. Ich bin einfach hässlich. Ich meine, sein Vorbild steht neben ihm. Und dieses Mal bin's nicht ich. Ich bin doch auch das Vorbild von jedem. Denkt ihr wirklich, ihr lächerlicher Haufen an Dummesel könnt mich besiegen? Alter, hier die Sichlords. Wir findest mit seiner Gang. Und diese Animation ist eindeutig schneller als nur im ersten Teil. Was? Ich meinte nicht nur dich! Die Animation ist ziemlich sicher schneller. Wir sind jetzt alle da. Hier sind halt wirklich Charaktere aus sämtlichen Mystery Dungeon. Warum geht das jetzt nochmal genau dieselbe Route ab? Alles klar. Geht trotzdem ziemlich sicher schneller. Hier sind einfach so ziemlich alle Pokémon, die man sich irgendwie irgendwo vorstellen könnte, aus sämtlichen Mystery Dungeon Stories, den echten Spielen und einfach allem. Jawohl, ich sehe einige Floinks. Ich glaube, vier habe ich gesehen. Okay, ich will das jetzt nicht mit Kanimani vergleichen, aber selbst die dunkle Materie will uns bei diesem Kampf helfen. Ja, sogar die! Ja, ich spür's nämlich. Sie will auch nicht, dass unsere Welt vernichtet wird. Wieso bin ich der Schlüssel in diesem Kampf? Ja, das frage ich mich vor allem auch, weil's... Okay, in dieser Version nicht. In der Version davor hieß es immer, erst Günther, dann war's hier auf einmal. Fragezeichen, man fällt auf den Boden. Es ist doch unmöglich. Macht euch auf euren Untergang gefasst. Es wird nichts geben, was euch noch retten kann. Das werden wir ja sehen. Wir haben das Militär, Bitch. Günther, nein! Was ist passiert? Haben wir gewonnen? Du bist töricht. Hast du gedacht, ein Haufen Pokémon könnte mich besiegen? Ich habe nicht einmal was gespürt. Hat nicht geklappt. Ich kann nur leben. Warte, heißt das? Richtig, ich habe jeden umgebracht. Verpiss dich, sonst bringe ich dich auch um. Enterprise, mein Gigi Günther, tut mir leid, ich hab versagt. Ich darf saven! Und an dieser Stelle setzen wir nächstes Mal die Geschichte fort. Sinister Woods echte Welt verwirrt mich gerade. So, wir sind offensichtlich beim Finale. In der nächsten Folge gibt es das Hauptstory-Finale von Pokémon Günther, The Broken Story. Ich sag's zu oft, der YouTuber-Story. Bis dann und ciao mit V.